Tokio, was für eine Stadt. Gerade noch saß ich im Flugzeug und jetzt das. Menschen, Menschen, Menschen. Mein Name ist Patrick Rohr. Bis vor ein paar Jahren war ich Moderator beim Schweizer Fernsehen. Heute bin ich als Fotojournalist auf der ganzen Welt unterwegs. Hier in Japan möchte ich ein Buch mit Bildern und Texten über dieses Land machen. Merci fürs Warten. Ich bin froh, habe ich einen Reisebegleiter. Dennis Ginzig, ein Halbjapaner. Der Vater ist Schweizer, die Mutter kommt aus Japan. Aufgewachsen ist Dennis in der Schweiz. Er spricht aber auch Japanisch. Und er hat eine Zeit lang in Japan gelebt. Darum ist er für mich nicht nur Sprach-, sondern auch Kulturübersetzer. In Japan sieht man nicht einfach so dahinter. Bis man nur schon die vielen Verhaltensregeln begreift. Wir finden es ja zum Beispiel unanständig, wenn man beim Essen schlürft. In Japan ist das normal. Nur so entfaltet sich der volle Geschmack des Essens im Mund, erklärt mir Dennis. Ich kann mir vorstellen, dass diese Reise sehr spannend wird. Ich freue mich auf das Abenteuer. Man sagt ja, Japan sei eine Insel. Das stimmt nicht ganz. Japan besteht aus über 6.800 Inseln. Sie liegen im Pazifischen Ozean. Die nächsten Nachbarn sind Russland, China, Nordkorea, Südkorea und Taiwan. Meine Reise startet in Tokio, der Hauptstadt Japans. 10 Millionen Menschen leben hier. 42 Millionen sind es im Großraum Tokio. Dennis hat mir empfohlen, fernzusehen. Das japanische Fernsehen sei sehr lustig. Es ist lustig und irgendwie auch ziemlich vertraut. Schau mal diese Muskeln! Katschi, katschi sind sie! Katschi, katschi sind sie! Tatsächlich, die junge Frau im Heidi-Kostüm ist halb Schweizerin, halb Japanerin. Ihr Name Christine Haruka Sato. Ja, konnanimo ramen wo aishite kudasaru kankoukyaku no kata toka desu yo ne. Ramen wo mokuteki ni ttenwa aru desho, Nippon ni kunno wa ne. Ichi mo sore koso Suisse kara. Als Haruka Christine ist in Japan ein großer Star. Sie ist eine TV-Personality, jemand, der in den verschiedensten Rollen im Fernsehen auftritt, als Moderatorin von Spielshows, als Talkgast, als Kultur- und Politkommentatorin. Auf Wiedersehen! Sayonara! Haruka Christine ist eine spannende Person. Mit 16 ging sie von Zürich, wo sie aufgewachsen ist, nach Japan, in das Heimatland ihres Vaters. Allein, ohne Eltern. Ich wollte sie gerne kennenlernen, was nicht selbstverständlich ist bei ihrem Terminkalender. Wir sind aber auch nicht schüchtern, einfach die Kamera vor der Nase. Passiert das manchmal? Ja. Wir treffen uns in einem Park in Tokio. Ein ruhiges Gespräch mit dir zu führen, ist fast unmöglich. Die Leute im Park sind völlig aus dem Häuschen. Das könnte auch damit zu tun haben, dass jetzt die Kirschblütenzeit beginnt. Warum ist das etwas Besonderes? Warum ist das Ausbrechen der Kirschblüten in Japan etwas Besonderes? Die Kirschblüte selbst sieht man nur eine Woche lang. Und das bedeutet Frühling in Japan. Es ist genau die Zeit, in der das Schuljahr aufhört und wieder anfängt. Und da sitzt man einfach mit einer Decke auf die Wiese, feiert und trinkt bis in die Nacht hinein? Ja, man hat Spaß, isst Pizza zum Beispiel. Was hast du Lustiges gesagt? Sie blühen noch nicht so sehr. Und was haben Sie gesagt? Sie sehen sehr viele Blüten, vermutlich wegen des Alkohols. Durch den Alkohol. Also doppelt so viele. Ich bin überrascht. Bevor ich hierher kam, dachte ich, die Japaner seien ein ruhiges, ein kontrolliertes Volk, vielleicht sogar ein bisschen zurückhaltend. Kanpai! Und jetzt erlebe ich, wie sie ausgelassen feiern und sogar am helllichten Tag eins über den Durst trinken. Wo ist der Bahnhof? Ist der Bahnhof dort hinten? Ja, genau. Gar nicht schüchtern. Wenn es ums Fotografieren geht, scheint man hier ohnehin keine Scheu zu kennen. Da gehen wir mal in den
Wir gehen in einen Ramen-Shop. Ramen. Okay. Gern. Ich habe großen Hunger. Das ist typisch japanisch. Das ist der Automat. Hier muss man bestellen. Also wir geben jetzt die Bestellung ein. Okay. Hier kommen die Tickets raus. Okay. 1000, 2000. Man zahlt also und dann wählt man das, was man möchte. Genau. Okay. Das ist Ramen mit Nudelnachschlag. Jawohl. Das ist nur dran. Jawohl. Es ist alles dabei. Wenn man noch mehr will, kann man hier drücken. Mir reicht das hier. Okay. Einmal drücken? Ja, genau. Sehr praktisch. So. Bravo. So, das war's. Schon bezahlt und alles ist klar. Einmal Dessert für mich. Einmal Dessert für mich, einmal Ramen und einmal Ei. Ich werde schon wieder komplett aufgeschmissen. Steht alles auf Japanisch. Und jetzt? Das sind die freien Plätze. Da können wir da sitzen. Ja, genau. Okay. Mir gefällt's hier. Das Besondere an Ichiran ist, man kann sehr gut allein kommen. Ja. Man sieht nicht, wie die anderen essen. Ist sehr gut. Und das da? Und das hier? Das ist Wasser. Sehr praktisch. Sogar. Wasser. Das finde ich so genial in Japan. Man denkt immer an alles. Das ist Ichiran. Du hast die Nudeln zwar bestellt, aber noch nicht, wie du die Nudeln haben willst. Ah, das kann ich jetzt ausfüllen. Und dann hier drücken. Speziell ist, man sieht die Leute nicht und sie sehen uns nicht. Sehr eigenartig. Schüchterne Japaner können allein hierher kommen. Und schon bringt ein gesichtsloser Kellner die Suppe. Wie sagt man? Itadakimasu. Kellner, die man nicht sieht, Gäste, die sich abschotten, ein besonderes Restaurant. Geht man sich in Japan überhaupt aus dem Weg? Ich habe nämlich auch schon gehört, dass man in Japan keine Meinung haben dürfe. Stimmt das? Viele haben ihre Meinung, aber sie sagen sie trotzdem nicht. Weil sie vielleicht Angst haben, dass andere eine unterschiedliche Meinung haben könnten. Und sie dann nicht mehr gut auskommen miteinander. Und sie dann nicht mehr gut zusammen auskommen, zum Beispiel. Okay. Dass der ganze Mensch irgendwie abgelehnt wird. Genau, also nicht nur die Meinung. Die Stimmung ist sehr wichtig. Wahrnehmen, was um einen herum passiert. Die Stimmung lesen, ja. Ein lehrreiches Essen mit Haruka Christine. Wir gehen noch ein Haus weiter. Und jetzt? Also, zum Schluss gehen wir noch an einen typisch japanischen Ort. Das Blaue dort? Ja, das Blaue. Okay. Und das heißt? Karaoke. Oh! Danke, viel mal. Danke, viel mal. Am Abend will mir Dennis das Tokioter Nachtleben zeigen. Bevor er begonnen hat, als Digital Designer bei einem Laufschuhproduzenten zu arbeiten, hat Dennis in Japan studiert und eine Zeit lang auch in Tokio gearbeitet. Er weiß, wie man sich in der Stadt bewegt. Ist das eigentlich safe? Ist es eigentlich sicher hier? Ich habe mein Portemonnaie hier in der Tasche. Ja, ich trage meins hinten. In Japan geht das, finde ich. Sie sind sehr streng hier. Die Strafen sind drakonisch. Du verlierst dein Gesicht, wenn du zum Beispiel klaust und alle wissen das. Dann ist deine Familie erledigt. Verrückt. Weil die Japaner ein großes Zusammengehörigkeitsgefühl haben, gibt es Dinge, die man einfach nicht tut. Stehlen zum Beispiel. Die Angst vor dem Gesichtsverlust hat also durchaus ihre Vorteile. Kabukicho. Kabukicho ist ein Rotlichtviertel von Tokio.
Geht man hier nur aus, wenn man auf der Suche nach dem Rotlicht ist? Nein, es gibt auch gute Bars. Man kann gut was trinken gehen hier. Am Rand von Kabukcho liegt Golden Gai, das alte Prostituiertenviertel. Die Prostitution wurde in Japan Ende der 1950er Jahre verboten. Heute sind da, wo früher die Bordelle waren, Bars. Einige hundert, schön ineinander verschachtelt und meist nicht größer als ein Wohnzimmer. Großartig, hier gefällt es mir. Es ist klein. Schau, all die Drinks. Stammgäste haben ihre eigene Flasche. Ah, jeder Gast hat seine eigene Flasche? Angeschrieben mit dem Namen des Gastes. Wenn ich hier Gast wäre, dann hätte ich meine eigene Flasche und würde jede Nacht hierher kommen. Nicht jede Nacht, vielleicht. Einmal pro Woche oder zweimal. Okay, Kampai. 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 My name is Patrick. Patrick. Ich habe heute gelernt, dass ich es so betonen muss. Patrick. 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 Ah, okay. Arbeitest du hier oder gehört dir die Bar? Nein, das ist nicht meine Bar. Ich habe zwei Jobs. Ich verkaufe Secondhand-Kleider und arbeite hier. Ah, okay. Du verkaufst Kleider? Ja. Die Kleider kaufe ich in den USA, bringe sie hierher und verkaufe sie online. Oh. Du reist also viel? Ja, ich besuche meine Verkäufer jedes Jahr. Aha. Das Leben in Tokio muss teuer sein. Ja, sehr teuer. In den USA kostet dieses Shirt $1 bis $2. In Japan 5.000 bis 6.000 Yen. 50 Franken. $50. Du kaufst sie also für $2 und verkaufst sie für 5.000 Yen? Das ist ein Geheimnis. Du bist ein guter Verkäufer. Hugo ist mir sympathisch. Gerne würde ich ihn fotografieren, am liebsten bei ihm zu Hause. Dann sehe ich auch gleich, wie er lebt. Ich frage Hugo, ob wir ihn zu Hause besuchen dürften. Er sagt ja. Dennis ist überrascht. Dass man in Japan jemanden zu sich nach Hause einlade, sei sehr ungewöhnlich. Normalerweise findet das Sozialleben außerhalb der eigenen vier Wände statt, sagt er. Konnichiwa. Guten Tag, wie geht es? Good. Gut, dich wieder zu sehen. Hugo ist 37. Seit ein paar Monaten wohnt er wieder daheim bei seinen Eltern. Und das ist also der Laden. That's great. Großartig. Das ist also, was du online verkaufst, was du in einem Webshop verkaufst. This is what you are selling online. Und alles ist aus zweiter Hand. Yep. Imported from 90%. Hier. Hier. Das Leben in Tokio ist sehr teuer. Darum hat Hugo, wie viele Japaner, zwei Jobs. Das ist anstrengend. Aber noch viel anstrengender war sein altes Leben als Salaryman, als Büroangestellter. Manchmal konnte ich nachts nicht nach Hause. Ich arbeitete in der Firma und schlief in der Firma. Wirklich? Du schläfst im Büro? Wo? Am Schreibtisch? Am Schreibtisch. Auf dem Schreibtisch, so. Echt? Und am Morgen aufwachen, weiterarbeiten? Ja, oft. Wie lange machtest du das? Vermutlich 8 Jahre. 8 Jahre? Ja, etwa 8 Jahre. Jetzt hat er mehr Freizeit, aber auch mehr Freiheit. Aber es gibt Dinge, die als Selbstständiger nicht möglich sind. Eine eigene Wohnung zu kaufen zum Beispiel. Ohne festes Einkommen geht das in Japan nicht. Dafür lebt er mit seinem Webshop einen großen Traum. Wow.
How do you find things? Wie findest du hier etwas? Weißt du, was wo liegt? Ja. So where's the Wo ist das Patagonien-Shirt? Ich erinnere mich. Du hast also ein System, ohne ein System zu haben. Ein System? Nein. Kann ich dir helfen? Ja. Ich kann einpacken. Jetzt das Shirt. Ich muss die Adresse schreiben. Oh, kann ich probieren, die Adresse zu schreiben? Du? Ja, auf Japanisch? Ich kann es versuchen. Sind das chinesische oder japanische Zeichen? Oder ist das ein Mix? Das sind Kanji, japanische Zeichen, aber ursprünglich aus China. From China. Chinese. Aha. Yeah. Chinese original. Okay. Yeah. Yeah. Like this. Cross. Cross. Yeah. Okay. Perfect. Aha. So good. Sehr gut. It's so difficult. Es ist schwierig, really? Echt? Easy. Nein, du machst das gut. No. Yeah, good. Whoop. Whoop. Ich glaube, der Name reicht. Hier hat es mir zu viele verschiedene Zeichen. Kannst du die Adresse schreiben? Me? Yes. The rest, please. Yeah. Yeah. Was wird dein Kunde denken? Sehr gut. Besser als meins. Ach, hör auf. Better than me. Yeah. Wir verstehen uns gut. Ich frage Hugo, ob ich ein paar Fotos von ihm schießen dürfe. Schau ernst. Hugo daheim, das gibt ein aussagekräftiges Bild. Ein ganzes Leben in einem Bild. Ich wünsche dir viel Glück mit deinem Shop und in der Bar. Bye-bye. Hugo macht etwas, das in der japanischen Gesellschaft nicht viele Leute wagen. Er geht seinen eigenen Weg. Dennis hat in Tokio ein großes Beziehungsnetz. Er möchte mir einen Freund vorstellen. Der sei sehr fotogen. Erst vor einer Woche habe er an der Mr. Japan-Wahl teilgenommen. Das schicke schwarze Auto. Ja, ein Toyota Crown. Turn. Turn. Let's go. Yuki. Yuki, ja. Yeah. Yuki. Konnichiwa. 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 Yuki heißt mit vollem Namen Yukinobu Takanashi. Er ist 26 Jahre alt und der Sohn eines Fischhändlers. Er wohnt eine Autostunde vom Zentrum entfernt. Richtig glücklich ist er mit seinem Leben nicht. Er würde gerne anders leben, glanzvoller. Auch Yuki hat zwei Jobs. Er arbeitet am Promostand eines Autohändlers und im Geschäft seines Vaters verkauft er ein paar Tage die Woche Fisch. Die Idee ist, dass Yuki das Geschäft dereinst von seinem Vater übernimmt. Oh, das ist ein schöner Laden. Ein hübsches Geschäft. Das ist Cousine. Das ist seine Cousine. Ich bin Patrick, ich bin Fotograf. Ist Yuki ein guter Fischverkäufer? Weil er so gut aussieht, ist er sehr beliebt bei älteren Damen. Und deshalb verkauft sich auch der Fisch besser. Das Fischgeschäft von Yukis Vater ist ein Paradies für Fischliebhaber. Und das sind in Japan ja praktisch alle Menschen. Er wirkt sehr entspannt und natürlich, das gefällt mir. Mal schauen, wie es aussieht. Ja, schön. Das kommt gut so. Okay, das kommt gut so. Oh, das ist schön. Das ist schön. Mal schauen, ob es scharf ist. Aber schau mal, er wirkt ganz anders vor der Kamera. Krass. So anders. Wir packen noch ein paar Fische ein und machen uns auf den Weg zu Yuki. Unterwegs frage ich ihn, ob er eigentlich nie ein Profimodell hätte werden wollen.
doch, sagt er. Aber sein Weg sei wahrscheinlich ein anderer. Denkst du, dein Vater erwartet von dir, dass du den Fischladen übernimmst? Oder möchtest du ihn von dir aus weiterführen? Ich muss den Laden nicht direkt wegen meines Vaters übernehmen. Aber meine Eltern haben das Geschäft aufgebaut. Ich fände es schade, wenn es nicht weiterginge. Ich möchte es weiterleben lassen und dann meine Kinder weitergeben. Als Familienvermächtnis. Viele Menschen in Japan würden von einem anderen Leben träumen, erzählt mir Dennis. Aber schließlich entschieden sich doch die meisten für den traditionellen Weg. Auch Yuki. Wie viele junge, unverheiratete Menschen lebt auch er noch im Elternhaus. Zusammen mit dem Vater und der Großmutter. Die Mutter ist vor einem Jahr an Krebs gestorben. Sie freut sich immer auf Sumo. Wäre sie froh, ihr Enkel wäre Sumo-Ringer geworden statt Mr. Japan-Kandidat? Ist sie stolz? Ist sie stolz, dass ihr Enkel hier mitgemacht hat? Sie hat sich sehr darüber gefreut. Wir machen Nabe. Das ist ein traditioneller japanischer Eintopf. Yuki nimmt dazu Sojamilch, Sesam, Dorsch, Muscheln und Kanälen aus seinem Geschäft, Huhn, Pilze und Gemüse. Finish? Wow. Das heißt, ich nehme das Essen an, bedanke mich beim Koch. Und in meiner Sprache heißt das Ngüte. Die Metropolitanregion um Tokio ist die größte der Welt. 42 Millionen Menschen leben hier. Und das auf einer Fläche, die nur ein Drittel so groß ist wie die Schweiz. Und es kommen immer mehr Leute nach Tokio. Viele suchen den Ruhm. Sie hoffen, Idols zu werden, Stars. Oder wie man in Japan sagt, Idol. Zehntausende junger Frauen und Männer in Tokio hoffen, auf diese Art berühmt zu werden. Okay. Ich würde gerne hinter die Kulissen des japanischen Pop-Business schauen. Very good. Thank you very much. Und ich bekomme die Möglichkeit, eine Gruppe zu treffen, die schon ein bisschen weiter ist als sie. Kamen Josh. Auf Deutsch heißt das die Maskenmädchen. In ihrer Biografie steht, dass sie die Masken als Zeichen des Protests gegen den Schönheits- und Jugendwahn in der Popindustrie tragen würden. Was an dieser Geschichte dran ist? Dieser Mann muss es wissen. Kohei Ikeda ist der Manager von Kamen Josh. Er bringt uns zu einem der etablierteren Mitglieder seiner Band, Erina Kamiya. Konnichiwa. Erina ist 25, gleich alt wie ihr Manager. Thank you for your time. I love your outfit. Dein Kostüm gefällt mir. Yes. Very nice. And sehr hübsch. Und sind das die Schuhe, die dazugehören? Ja. Und die quietschen so lustig. Neben Kamenjosh betreut er auch andere Starlets. Das heißt, sie sind sehr beliebte Covergirls. Oh, this is you. Ah, das bist du. Wie ist das für dich, auf einem Magazincover zu sein? Ah,
その店頭に並ぶ時のその雑誌の顔になるからとても光栄なことです。Sie freut sich sehr. Das Gesicht des Magazins zu sein, ist eine große Ehre für sie. Sie freut sich, weil sie so viel machen darf. Ja, ja. ない才能をあるように見せかけて言ってきます。Er ist ganz deutlich. Es sei auch sein Job, dort, wo kein Talent ist, es so aussehen zu lassen, als wäre Talent vorhanden. Das ist die größte Waffe, ihre Masken. Okay. Also zum Beispiel der visuelle Eindruck der Masken ist sehr stark. Damit wird Identität aufgebaut, die man wiedererkennt. Das ist ihre Waffe Nummer 1. Waffe Nummer 1 vom Management. Okay, wir müssen zum nächsten Ort gehen. Die Masken sind also vor allem ein guter Marketing-Gag, kein Protest. Erinas Tag startet in Akihabara, einem etwas heruntergekommenen, beliebten Vergnügungsviertel in Tokio. Ihr Job ist nicht gerade glamourös, finde ich. Nicht mega, nein. Nein, das sind ja auch eher B-Promis. Entschuldigung, ist das Teil der Show? Ist das echt? Es könnte auch für uns sein. Sie machen ja nur Fotos. Und vielleicht erlebt sie das tatsächlich so intensiv. Ja. Cam und Josh sind nicht nur Sängerinnen, sondern auch Models für Werbungen. Der erste Job heute ist ein Werbeshoot für eine Firma, die Virtual Reality Brillen verkauft. How was it? Wie hat sie das erlebt? Edina war in einer völlig anderen Welt. Zwei von Erinas Kolleginnen, Moa und Misa, kommen dazu. Zusammen posieren die drei Maskenmädchen in ihrem Bühnenlook. Ah, sie werben jetzt mit den berühmten Cam und Josh-Figuren. Es geht weiter zum nächsten Auftrag. Die zweite Station an diesem Morgen ist ein Maid-Café. Eine beliebte Attraktion im Viertel. Heute machen wir Werbefotos für diese Touristenkarte von Akihabara. Die Cam & Josh-Karte. Okay. So Cam & Josh. Das sind Empfehlungen von Cam & Josh. Sie führen das Publikum also durch das Viertel. Genau, mit ihren Empfehlungen. Okay. Cam und Josh sind jetzt Maids, Dienstmädchen. Irgendwie tun sie mir leid. Viel Zeit für Mitleid bleibt allerdings nicht. Der nächste Auftrag, ein Spielzeuggeschäft. Ich frage mich, ob die jungen Frauen sich bewusst sind, worauf sie sich einlassen, wenn sie sich für eine Karriere als Idol entscheiden. Dein Beruf gibt dir die Möglichkeit, deine Träume auch wirklich zu leben. Aber es ist auch ein ziemlich harter Job. Körperlich ist es oft anstrengend, aber es gefällt mir. Ich habe Spaß an dieser Arbeit. Meine Motivation treibt mich an. Ohne Pause geht es auf den Höhepunkt eines jeden Cam & Josh-Tags zu. Den Auftritt in der Halle, die das Management für die Auftritte von Cam & Josh mietet. Einen Lohn gibt es nur für die ältesten Mitglieder, die über 20. Und auch der ist nicht hoch, 2000 Franken im Monat. Dafür, sagt der Manager, bekämen Cam & Josh eine Ausbildung und sie seien versorgt. Die Maskenmädchen wohnen nämlich im Haus des Managements. Zeit für ein Privatleben bleibt da nicht. Erina sagt, ein Partner oder gar Kinder kämen für sie im Moment nicht in Frage. Magst du überhaupt Kannst du überhaupt noch nach dem langen Tag? Falsch. Sie schaut zwar fröhlich drein, aber irgendwie habe ich trotzdem ein eigenartiges Gefühl. Du hast mir gesagt,
Die Mädchen fangen zum Teil schon mit 9 Jahren bei euch an, wohnen im gleichen Haus wie das Management, zusammen mit anderen Mädchen. Wie muss ich mir das genau vorstellen? Geben die Eltern die Kinder einfach ab und die sind dann Tag und Nacht bei euch, die ganze Woche? Ja, so ist es. Wir übernehmen die Verantwortung für die Erziehung anstelle der Eltern. Aber dann jetzt am Abend müssen wir Fashion. Sie müssen heute Abend noch eine Modenschau machen, sie treten auf als Sängerinnen, morgen dasselbe Programm wieder, 7 Tage die Woche. Wie schaut ihr da für die Gesundheit der jungen Frauen? Nicht alle arbeiten jeden Tag. Die 9-Jährigen nur einmal pro Woche. Erina ist momentan sehr viel beschäftigt und arbeitet täglich. Wir helfen ihr auch, wenn sie zum Beispiel Zeit braucht für eine Massage oder Zeit zum Essen. Erina hatte eine Augenkrankheit und wir haben einen guten Arzt für sie gesucht. Wir kümmern uns gut um unsere Mädchen. Mein Gefühl bleibt, die Mädchen werden in diesem Business behandelt wie eine Ware. Das Einzige, was mich ein bisschen versöhnt, ist die Stimmung hinter den Kulissen. Hier geht es so wie im Klassenlager. Und das hat ja irgendwie auch etwas Fröhliches. Sind das Menschen oder Maschinen? Die Stimme aus dem Off stellt die richtige Frage. Doch dem vorwiegend männlichen Publikum ist das in dem Moment wahrscheinlich egal. Es darf sich jetzt einfach gehen lassen. Mir brummt der Kopf. Die ersten Tage in Tokio waren sehr intensiv. Ich habe 1000 neue Eindrücke und die letzten Nächte waren sehr kurz. Ich bin froh, haben Dennis und ich schon früher beschlossen, nach der ersten Woche in Tokio ein paar Tage aufs Land zu fahren. Im Gewühl des Bahnhofs Shinagawa suchen wir den Weg zum Shinkansen, dem japanischen Hochgeschwindigkeitszug, der auf einem eigenen Schienennetz bis zu 320 Stundenkilometer schnell fährt. Vor dem Einsteigen machen wir es wie die Menschen in Japan. Wir kaufen eine Bento-Box. Eine kleine Schachtel voll lokaler Spezialitäten. Takeaway auf Japanisch. Das ist sehr gesund und für 10 Schweizer Franken auch recht günstig. Du darfst nicht so nah am Zug stehen. Der Shinkansen ist ein Wunderzug. Auf den Zentimeter genau da, wo es auf dem Bahnsteig eingezeichnet ist, ist die Tür zum Einsteigen. Und auf die Sekunde genau fährt der Zug auch wieder ab. Präziser geht es fast nicht. Auf japanische Art ist man immer im Kreis. Von unten links oder oben rechts? Ich würde beim Reis anfangen. Es ist alles sehr fein, mal süß, mal salzig, mal sauer. Ich liebe es. Du musst immer im Kreis essen, um die Zunge wieder aufzufrischen. Süß. Salzig, sauer. Langsam entspanne ich mich. Ich denke zurück an die intensiven Tage und Nächte in Tokio und die Menschen, die ich in der verrückten Stadt kennengelernt und fotografiert habe. Haruka Christine, der japanisch-schweizerische Fernsehstar. Yugo, der 2 Jobs macht, um sich über Wasser zu halten. Yuki, der Mr. Japan-Kandidat, der Fischverkäufer ist. Und Carmen Josh, die für ein kleines bisschen Ruhm einen hohen Preis bezahlen.
Von Tokio sind wir mit dem Zug nach Toyama im Westen gefahren. Jetzt sind wir mit dem Auto unterwegs ins Bergdorf Ainokura. Leicht übermüdet und im Linksverkehr. Kannst du mir aus meiner Jackentasche ein Reisküchlein geben? Ich habe einen Hungerast. Ich habe gerade Hungerast. Das finde ich aber schon cool, die Snacks. Also, weißt du, was du, hey, du bist in die Dinger reingefahren. Was? In die Pfosten auf der linken Seite. Auf der linken Seite. Das kann nicht sein. Schau, der Spiegel ist verschoben. Was? Du bist reingefahren. Nein. Ich hab's gehört. Hä? Bumm, bumm hat's gemacht. Und auch das japanische Navi ist gewöhnungsbedürftig. Schau, wenn alles schief geht, dort sind die Berge. Und dort müssen wir hin. Wir übernachten im privaten Haus einer Gastfamilie, einem Minjuku. Ah, konnichiwa. Inbegriffen sind hier Übernachtung, das Abendessen und das Frühstück. Bed and Breakfast auf Japanisch. Konnichiwa. Wie in allen traditionellen Häusern in Japan schläft man auf einem Futon auf dem Boden, der mit Tatami-Matten ausgelegt ist. In meinem Zimmer versteckt sich hinter drei Schranktüren noch ein aufwendiger buddhistischer Schrein. Eine Art Hausaltar, wie es ihn in den meisten japanischen Häusern gibt. Sie sagt, das Zimmer mit dem Hausaltar, das sei das Schönste. Plötzlich streckt ein Mann den Kopf durch die Tür. Es ist Hiroshi Yamazaki, Mayumis Mann. Mir gefällt sein Haus, sage ich ihm. Und er erklärt mir ein paar Eigenheiten. Du hast, dass der Rauch hochgestiegen ist? Der Rauch stieg hoch und schwärzte so das Holz. Alle Holzwürmer und anderen Schädlinge sind weg. Holzwürmer kaputt machen, sind dann weg. Alles aus Holz, kein einziger Nagel. Nicht ein Nagel? Und das hält sogar das Dach? Ja. Achtung Kopf. Wunderschön. Das ist kein Stroh, sondern vom Kaya-Baum, einer Nusseibe. Es wird in Schichten draufgelegt. Das wird da draufgelegt, in Schichten. Das scheint ein gutes Material zu sein. Die Dächer isolieren hervorragend, sie halten den Schnee ab und sind wasserdicht. Es ist kalt. In den japanischen Häusern gibt es keine Heizungen, nicht einmal in den Bergen. Aber frieren müssen wir in der Nacht trotzdem nicht. Aus dem Feuer, in dem Mayumi den Fisch fürs Abendessen brät, nimmt sie ein Stück Kohle und legt es in einen Tonbehälter. Wir schlafen wunderbar. Am nächsten Morgen schneit es. Eine gute Gelegenheit, um eine der vielen heißen Quellen zu besuchen, einen sogenannten Onsen. Hierhin gehen viele Japanerinnen und Japaner für ihr tägliches Wasch- und Baderitual. Das ist jetzt Vorräumlich. Hier im Vorraum machst du dich bereit, ziehst dich aus. Das kleine Tuch kannst du mitnehmen. Dort musst du dich von Kopf bis Fuß waschen, bevor du ins Bad gehst. Du hast ein Tattoo? Ja, warum? In Japan ist das schwierig, wenn du in ein Bad gehen willst. Schwierig im Sinn von? Es wird assoziiert mit den Yakuza, also mit der japanischen Mafia. Also das haben nur die Bösen. Es ist oft verboten, ja, aber du kannst es versuchen. Ich wage es. Zum Glück sind an diesem Morgen auch nicht viele Leute im Bad. Das Waschen ist wichtig.
Dabei wird nicht nur der Körper, sondern auch der Geist gereinigt. Erst wenn man ganz sauber ist, geht man ins heiße Bad. Ein schönes Ritual. Und man kann sich dabei wunderbar entspannen. Wir sind bereit für die Fortsetzung unseres Abenteuers. In der nächsten Folge reise ich in die Küstenstadt Onagawa im Nordosten des Landes. Die Stadt wird neu aufgebaut. 2011 hat der Tsunami sie komplett zerstört. Man sagt von den Japanern, sie seien ein arbeitsames und sehr effizientes Volk. Wie wahr das ist, kann ich gleich erleben, wenn ein Shinkansen geputzt wird. Und ich treffe eine starke Frau. Yoko Okamoto. Sie zeigt mir, dass Aikido nicht nur Sport, sondern auch eine Philosophie ist.